Operation, da ist nichts mehr zu retten. Oh, irgendwann treten möglicherweise Lähmungen ein. Wieder joggen gehen, das kannst du dir abschminken. Um die Bandscheiben der Halswirbelsäule ranken sich viele Mythen und Irrtümer, die auch du vielleicht kennst und die ich zu Genüge mitbekommen habe die vergangenen 10 Jahre. Und daher möchte ich dieses Video als Gelegenheit nutzen, mit all dem mal aufzuräumen und dir Ängste und Sorgen zu nehmen. Für ein besseres Verständnis besprechen wir zunächst einmal eine grobe Einteilung. Da gibt es zum einen die sogenannten Protrusionen, das sind die Bandscheibenvorwölbungen. Und hier gibt es bereits das erste große Missverständnis. Denn Studien konnten eindrucksvoll zeigen, dass über 80% aller symptomfreien und gesunden Menschen sogenannte Protrusionen in der Halswirbelsäule aufweisen. Also wenn du Schmerzen hast und bei dir wurde eine Protrusion festgestellt, dann schmeiß das bitte unbedingt aus deinem Kopf heraus. Tja, und wie sieht die Realität aus? Wenn man ehrlich ist, dann werden bis heute immer noch Tag für Tag Menschen steinschwere Rucksäcke aufgesetzt mit genau dieser Diagnose Protrusion. Und dadurch entstehen durch fehlende Aufklärung Ängste, Sorgen und das alleine lässt bereits Probleme entstehen. Okay, das Thema Protrusion haben wir jetzt abgehakt. Das nächste Thema ist die sogenannte Extrusion. Das halten wir einmal ganz kurz. Von einer Extrusion spricht man, wenn der äußerste Faserring der Bandscheibe traumatisiert, also beschädigt ist, aber immer noch in Kontakt mit der Bandscheibe selbst bleibt. Und der letzte Punkt ist der sogenannte Sequester. Bei einem Sequester kommt es zu einer sogenannten Kontinuitätsunterbrechung. Das heißt, es kann passieren, dass sich bereits Bandscheibengewebe löst und zum Beispiel auf nervale Strukturen drückt. Hier ist aber auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es dann wirklich nur um verhältnismäßig kleine Teile der Bandscheibe geht und nicht die gesamte Bandscheibe an sich aus der Wirbelsäule herausrutscht. Die ist nämlich fest verankert mit deinem Knochen und außerdem auch geschützt durch andere Strukturen. Und um das Ganze einmal abzurunden und dir auch möglicherweise Ängste und Sorgen weiterhin zu nehmen, blende ich dir hier einmal eine Infografik von der wunderbaren Seite Besttherapie ein. Die haben auf Basis einer Studie eine Infografik erstellt, die zeigen kann, dass je schlimmer die Problematik ist, also der Sequester ist ja der fortschreitendste Bandscheibenvorfall, kann man sagen, desto eher findet auch eine Heilung statt. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, Protrusionen haben wir ja schon so ein bisschen aus unserem Kopf herausgeschmissen. Die müssen sich sowieso nicht vollständig zurückbilden. Aber wenn du einen Sequester hast, dann kann es wirklich auch zu massiven Problemen kommen. Und wie man hier sieht, der Großteil dieser Probleme bildet sich wieder zurück. Okay, also halten wir schon mal fest, deine Bandscheiben sind fest mit dem Knochen verwachsen und auch durch andere Strukturen super gut geschützt und dadurch extrem belastbar. Bandscheibenschäden sind außerdem nicht irreparabel und Bandscheiben können auch nicht wie eine glitschige Seife aus deinem Rücken herausrutschen. Und wenn du dir eine Info aus diesem Video merken sollst, dann bitte, bitte, bitte diese Info. Alles klar, wir müssen natürlich trotzdem über ein ernstes Thema auch einmal kurz reden. Es kann durch Bandscheibenvorfälle natürlich auch zu Nervenausfällen kommen. Das heißt zu einem Kraftverlust, sodass du in deinem Arm keine Kraft mehr spürst oder dir zum Beispiel ständig die Tasse Kaffee runterfällt als Beispiel und oder du bleibende neuropathische Schmerzen hast, also Nervenschmerzen, die ständig in deinen Arm herunterziehen. Und das sind natürlich Situationen, da sollte man sich eine Zweit-, eine Drittmeinung holen von verschiedenen Neurochirurgen am besten und mal besprechen, was es für Optionen gibt. Und da bin ich natürlich auch ganz ehrlich mit dir, das kann sein, dass es in solchen Fällen zur Operation kommt, weil es Situationen gibt, wo man schnell handeln muss, damit der Nerv eben keine bleibenden Schäden von sich trägt. In allen anderen Fällen, und das ist zum Glück die große Mehrheit, kann man konservativ an die Sache herangehen. Und auch hier besteht direkt der nächste Irrtum. Was bedeutet eigentlich konservative Therapie? Was ich in den letzten 10 Jahren mitbekommen habe, ist folgende Situation. Du gehst zum Arzt, bekommst Physiotherapie. Du gehst zur Physiotherapie, gehst zum Arzt, bekommst nochmal Physiotherapie,
gehst wieder zum Arzt. Vielleicht geht das noch so ein bisschen so weiter. Die Beschwerden werden nicht wirklich nachhaltig besser. Und irgendwann sagt der Arzt, so, genug gewesen, wumms, die konservative Therapie ist gescheitert. Jetzt müssen wir dann doch mal über eine Operation nachdenken. Oder, und was auch nicht besser ist, sie müssen lernen, mit den Beschwerden zu leben. Vielleicht hast du manuelle Therapie bekommen, das heißt, es wurde geguckt, die Bandscheiben, die Wirbel positiv durch manuelle Techniken zu beeinflussen. Wenn du Glück gehabt hast, hast du auch Übungen für zu Hause mitbekommen, die du hoffentlich ja dann täglich gemacht hast. Bandscheibenprobleme entstehen ja nicht von heute auf morgen, sondern es ist in der Regel ein schleichender Prozess, auch wenn du möglicherweise die Beschwerden irgendwann plötzlich gemerkt hast, war lange Zeit davor schon irgendwas im Argen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wie bekommen wir es hin, dass diese Bandscheibenproblematik wieder verschwindet? Und da ist auch ein ganz, ganz typischer Fehler, dass man im Prinzip mit der gleichen Denke, mit dem gleichen Mindset an die Sache herangeht, wie die Probleme entstanden sind. Und das funktioniert eigentlich nicht und ist tatsächlich auch der Inbegriff von Wahnsinn, ständig immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das heißt, möglicherweise ständig zur Physiotherapie zu gehen, aber im eigenen Leben nicht wirklich was zu ändern. Denn bei allen Themen rund um Wundheilungs- und Schmerzfragen geht es immer um das Zusammenspiel von deinem Bewegungssystem. Dazu gehört dann die Kräftigung, die Beweglichkeit, Koordination, aber auch das Thema Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Das Thema Atmung, das Thema Schlaf, Stressmanagement und sogar noch andere Faktoren. Und an der Stelle freue ich mich, wenn du mir noch ein, zwei Minuten Zeit gibst. Ich haue einfach mal zu all diesen Themen ein, zwei Fakten für dich raus. Zum Thema Training kann man sagen, dass bei ganz, ganz vielen Halswirbelsäulenbeschwerden die sogenannte Tiefenstabilität nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Das heißt, wir müssen unbedingt die tiefliegende Muskulatur stimulieren und trainieren als ganz, ganz wichtige Basis. Und das gelingt unter anderem als Einstieg über sogenannte Augenkoordinationsübungen. Habe ich dir unter anderem mal hier ein Video vorbereitet für. Zum Thema Ernährung kann ich dir auch ein schnelles Beispiel nennen. Zucker zum Beispiel hemmt die Produktion von sogenannten Neurowachstumsfaktoren. Und diese Neurowachstumsfaktoren, die brauchen wir für die Regeneration von Nerven. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Bandscheibenprobleme, möglicherweise Problematik mit deinen Nerven auch. Wenn du jetzt jeden Tag viel Zucker isst, hemmt das eben die Regeneration dieser Strukturen, die ja eigentlich eine Heilung erfahren sollen. Thema Schlaf. Im Schlaf produziert dein Körper sogenannte Wachstumshormone, die für die Reparaturprozesse aller möglichen Körperstrukturen verantwortlich sind und, du kannst es dir schon vorstellen, auch für die Regeneration deiner Bandscheiben. 7 bis 9 Stunden, das solltest du auf jeden Fall anpeilen. Tja, wenn der Stress mal wieder Überhand gewonnen hat und der Alltag nur schwer zu meistern ist, kennen wir alle. Aber was macht Stress auf Dauer? Stress sorgt tatsächlich für eine herabgesetzte Durchblutung in den kleinsten Kapillaren und Körpergeweben. Und da Bandscheiben sowieso eine schlecht durchblutete Struktur sind, hat der Stress leider darauf eine sehr, sehr negative Wirkung. Also, wir müssen einen Weg finden, wie wir entweder den Stress reduzieren oder stressresistenter werden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe ja das Thema Atmung angesprochen. Bei der Atmung ist es auch sehr, sehr spannend. Wir wollen eine Bauchatmung. Also bei der Einatmung soll sich der Bauch vorwölben, bei der Ausatmung soll sich der Bauch leicht einziehen. Wenn wir Stressatmer sind, viel in den Brustkorb atmen, flach atmen, dann überanspruchen wir auf Dauer die sogenannten Atemhilfsmuskeln damit und die ziehen unter anderem hier vorne zur Halswirbelsäule hoch. Und auch da, tja, muss ich dir jetzt nicht sagen, kann man sich einen Zusammenhang mit den Bandscheiben, mit der Halswirbelsäule vorstellen. Ja, und wenn du merkst, du brauchst bei genau diesen Themen Unterstützung und dir fehlt so ein wenig der rote Faden oder jemand, der dich wirklich an die Hand nimmt und von A nach B bringt, dann melde dich doch gerne bei mir, weil das ist das,
was ich aktuell hauptberuflich mache. Ich betreue Menschen wie dich als digitaler Schmerz- und Gesundheitscoach und ich freue mich, von dir zu hören. Ja, und vielleicht sitzt oder liegst du jetzt so gerade vor dem Bildschirm mit ganz eng zusammengekniffenen Augen und du denkst dir, ey, was erzählt der mir eigentlich hier? Der hat doch gesagt, die meisten Bandscheibenprobleme, die heilen wieder. Ich habe aber jetzt seit über einem halben Jahr Probleme damit. Ja, woran liegt das? Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, falls du dir diese schon gestellt hast. Und die möchte ich dir gerne noch beantworten. Und zwar hängt das häufig mit unserem sogenannten Schmerzgedächtnis zusammen. Du kannst dir vorstellen, dass jeder von uns ein sogenanntes Gefahrenmeldesystem hat, was dich täglich in jeder Sekunde scannt, deine Umwelt scannt und nach Gefahren Ausschau hält. Jetzt ist es so, dass die Schmerzen in der Vergangenheit, als es mit den Bandscheiben möglicherweise begonnen hat, dich vor dieser Schädigung warnen wollten. Der Schmerz sollte dich auf etwas aufmerksam machen. Nun gibt es verschiedene Gründe, dass trotz einer möglichen Heilung und Reparatur dieser Schmerz immer noch weiter besteht. Das heißt, dass das Gefahrenmeldesystem nicht zur Ruhe gekommen ist und dir fälschlicherweise weiterhin meldet, dass irgendetwas an deiner Halswirbelsäule nicht in Ordnung ist. Diese Situation vergleiche ich immer gerne mit einem Einbruch. Stell dir vor, du hast ein eigenes Haus und da wurde eingebrochen. Jetzt kommst du auf die Idee, damit das nicht nochmal passiert, ein Alarmsystem zu installieren. Weil du es aber besonders gut meinst, kaufst du das allerbeste, hochsensibelste Alarmsystem und stellst dieses auch noch besonders scharf ein. Jetzt kommt der nächste Herbst und plötzlich fliegen Blätter gegen die Hauswand. Und was passiert? Die Alarmanlage geht direkt los. 5 Minuten später, ein Eichhörnchen klettert die Wand hoch. Die Alarmanlage geht direkt wieder hoch. Und so kann man sich den eigenen Körper auch vorstellen, metaphorisch gesprochen. Das heißt, dein zentrales Nervensystem, die körpereigene Alarmanlage, ist möglicherweise übersensibel und reagiert vorschnell mit Schmerzen. Und an dieser Stelle möchte ich aber ganz klar sagen, du bildest dir deine Schmerzen dann nicht ein. Jeder Schmerz ist real. Das heißt, das, was da passiert, sind nachvollziehbare Veränderungen in deinem zentralen Nervensystem. Und die Strategie, die man dann haben sollte, ändert sich so weit, dass man nicht mehr rein die Strukturen behandeln sollte. Das heißt, bisher hast du vielleicht immer im Kopf gehabt und vielleicht auch deine Ärzte, deine Therapeuten, hey, wir müssen irgendwie gucken, wie wir die Bandscheiben, wie wir die Wirbelsäule beeinflussen, wie schaffen wir es, die Muskeln zu beeinflussen, ja, die Faszien vielleicht. Und das muss man auch nicht alles komplett vergessen, aber wir sollten einen Teil des Fokus nun auf das zentrale Nervensystem legen und wir sollten Techniken entwickeln und einen Alltag führen, der es uns ermöglicht, diese Alarmanlage, nämlich das zentrale Nervensystem, wieder etwas zu erden, zur Ruhe zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Behandlung von genau solchen Problemen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Folg mir gerne für weitere Ideen und Videos. Gib dem Video einen Daumen nach oben und für weitere solcher Videos hier einmal vorbeischauen.